Die Themenauswahl bei der Aktuellen Stunde oblag bei der Nationalratssitzung dieses Mal der SPÖ. Man hat ganz klar gewählt, Stopp der Gewalt gegen Frauen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Debatte, was bis jetzt passiert ist seitens der SPÖ? Also erstens, die Debatte ist sehr ruhig verlaufen. Es haben sich eigentlich alle Rednerinnen und Redner für mehr Opferschutz ausgesprochen, die meisten auch für mehr finanzielle Mittel in diesem Bereich, die nämlich vor allem für Vorbeugung, damit nichts passiert, für Prävention ausgeschüttet werden sollten. Die Frauenministerin hat in ihrer kurzen Amtszeit als Übergangsministerin eigentlich für Frauen viel erreicht. Sie hat für alle Bundesländer Beratungsstellen bei sexueller Gewalt einrichten können. Da haben 4 noch gefehlt. Sie hat auch die Finanzierung für die Meldestelle Hass im Netz sichergestellt für nächstes Jahr. Und sie hat sich im Übrigen bemüht, für alle Einrichtungen das Niveau zu halten. Denn die vorige Ministerin hat leider Gelder gekürzt. Das heißt, wenn man wirklich Gewaltschutz und Opferschutz ernst nimmt, dann müsste man, und das haben wir heute gefordert, ein Sofortmaßnahmenpaket verabschieden von 4 Millionen. Das ist für das Gesamtbudget wirklich gar nichts und würde aber vielen Frauen helfen. Man müsste werben für diese Telefonnummer, die wir heute aufgestellt hatten. Denn diese Telefonnummer kann Frauenleben retten. Viele Frauen wissen das noch nicht, dass es diese Nummer gibt. Und mir ist es heute darum gegangen zu sagen, wenn wir in allen Ausschüssen schon arbeiten könnten, sind gerade einmal 5 ausgemacht, ja, und man wartet, bis die Regierungsverhandlungen zu Ende gegangen sind. Wer weiß, ob es was wird zwischen Türkis-Grün, ist aber anzunehmen. Können wir nicht in den Fachausschüssen beraten, können keine Beschlüsse herbeiführen, weil dann immer es heißt, naja, da warten wir noch und warten wir noch, bis eine Regierung gebildet ist. Und nur das habe ich mit meiner Kritik gemeint. Wir sollten nicht verzögern, denn Verzögerungen verhindern auch rasche Entscheidungen. Und das ist dem Parlament nicht würdig. Und ich glaube, dass wir hier schneller sein könnten. Diese Kritik hat ja Wellen geschlagen. Sie haben es gerade angesprochen. Für viele wahrscheinlich auch etwas missinterpretiert bzw. in den falschen Hals bekommen. Wie ist denn das jetzt? Jetzt haben wir schon Aussagen bekommen bzw. eine Forderung unter anderem von der grünen Abgeordneten Sigi Maurer, dass sie eine Entschuldigung verlangt. Wie deuten Sie das? Wie werden Sie da jetzt diesbezüglich vorgehen? Also ich habe weder die Grünen noch Einzelpersonen irgendwie in Zusammenhang gebracht mit Gewaltverbrechen an Frauen. Ich habe nur gesagt, ich will nicht mehr länger verzögern, denn es könnte bedeuten, dass das ein oder andere Mal einer Frau nicht rechtzeitig geholfen wird. Etwas überspitzt formuliert, keine Frage. Aber ich bin missinterpretiert worden, das hat mich schon ein Journalist bei der Pressekonferenz gefragt, das habe ich auch dort klargestellt und ich werde mit Sigi Maurer auch noch ein persönliches Gespräch führen. Zurückzukommen zum Sofortmaßnahmenpaket, budgetär würde es sich ausgehen, das haben Sie bereits gesagt. Wie ist es denn jetzt? Jetzt haben wir in letzter Zeit oft gehört, Täterarbeit ist auch wichtig, beziehungsweise eben die Auslegung des Strafrahmens diesbezüglich, eine Anpassung beziehungsweise eine Erhöhung. Sie gehen aber ganz klar davon aus, dass der Opferschutz im Mittelpunkt stehen müsse. Worauf basiert denn das? Also in diesem verabschiedeten Gewaltschutzpaket, wo in erster Linie höhere Strafen vorgesehen sind, wo wir nicht die Möglichkeit hatten, im Justizausschuss darüber zu reden, das ist ja schon im September vor der Wahl beschlossen worden, kommt mir der Opferschutz etwas zu kurz. Nur zu fordern höhere Strafen, nur zu fordern, wir machen jetzt noch eine neue Fachinterventionsstelle für Täterarbeit. Es gibt Täterberatung, es gibt Männerberatung in fast allen Bundesländern. Wenn man hier Geld in die Hand nehmen würde, wenn man hier kampagnisieren würde, dass Männer freiwillig dorthin gehen, denn ich kann einen Täter erst nach einer Verurteilung zwangsweise in eine Täterberatung schicken und vorher ist das ganz schwierig. Ja, jetzt musste sich auch ein Gefährder schon mit der Polizei ins Einvernehmen setzen und die Polizei hat ihm klargemacht, in einem Normverdeutlichungsgespräch, komisches Wort, was er hier zu unterlassen hat. Das hat der Minister Kickl damals gleich einmal abgeschafft. Diese Normverdeutlichungsgespräche gibt es nicht mehr. Und irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr soll es diese Fachinterventionsstellen geben. Das heißt, es passiert auch in der Täterarbeit zu wenig. Und nur zu sagen, die müssen jetzt verpflichtend das tun, würde vom Urteil her
bevor ein Urteil ausgesprochen ist, bevor ein Täter verurteilt ist, zu früh sein. Im Paket steht, die müssen dann 2.500 Euro Strafe zahlen. Das kann natürlich passieren, dass die Frau dann ihren Mann nicht mehr anzeigt, weil er sagt, geh bitte, das können wir uns nicht leisten, ich bin eh wieder, ich mache das eh nie mehr. Das passiert ja so oft in Gewaltbeziehungen. Warten, warten, warten. Frauen erleiden Unglaubliches, weil sie sich irgendwie daran orientieren, dass der Mann sich vielleicht noch ändert. So, und dieses Gesetz widerspricht dem eigentlich, dass der sofort dorthin geht, sagt, ich lasse mich jetzt beraten, dann werde ich ein besserer Mensch. Also das hätte man besser machen können. Und daher wollen wir zurück an den Staat und dieses gesamte Paket noch einmal aufschnüren. Und beim Opferschutz auch, und das war die Frage, bei Prozessen, dass hier auch psychosoziale Prozessbegleitung da ist. Dass überhaupt Frauen, dass genug Geld da ist, dass sie nicht alleine zu Gericht gehen, sondern immer jemand auch da ist, dass diese finanzielle Ausstattung gewährleistet ist. Denn so Prozesse können ganz lange dauern. Man ahnt, wir ahnen sicher nicht, was Frauen hier durchmachen, wenn sich das über ein Jahr, vielleicht zwei Jahre zieht. Und da, wenn dann zu wenig Geld da ist für diese Prozessbegleitung, kann es sein, dass sich das Opfer zurückzieht, wieder aussteigt und es nie zu einer Verurteilung kommt und der Peiniger freigeht. Abschließende Frage noch. Denken Sie, es gibt jetzt bereits den richtigen Anstoß in die für die Sozialdemokratie richtige Richtung bezüglich dem Gewaltschutzpaket, Sofortmaßnahmenpaket durch die Aktuelle Stunde? Also dieser Antrag wird jetzt im Budgetausschuss landen, denn es gibt ja die anderen Ausschüsse leider noch nicht, nur 5 Ausschüsse, aber nicht Gleichbehandlung, nicht Justiz. Dort werden wir es probieren, dort werden wir sehen, ob Grün und Türkis wieder vertagen. Das habe ich ja letztens erlebt, dass ein Kinderarmutspaket vertagt wurde, ein Frauenarbeitsmarktpaket vertagt wurde. Schauen wir mal, was mit dem Gewaltschutzantrag von uns passieren wird im nächsten Budgetausschuss. Also so wie alle heute geredet haben, dürfte eigentlich fast niemand dabei sein, außer vielleicht die Freiheitlichen, die diesem Paket nicht zustimmen. Also ich bin neugierig.